So, wir sind dann wieder da zu der nächsten Aufgabe, Let's Play Minecraft. Ihr seht, die Aufnahmen und sowas hat alles heute gut funktioniert. Ich nehme jetzt auch mit einem anderen Programm auf, das bedeutet also, jetzt müsste das Ganze funktionieren. Ich sehe im Hintergrund immer schön, wie meine Stimme aussteuert. Sehe auch gleich, wenn ich übersteuere. Das Ganze wird natürlich danach dann noch mit nicht genannter Software bearbeitet. Ich muss mir den PC etwas lauter machen. Hab mir gestern aus gegebenen Gründen den etwas leiser gemacht und ihr seht, wir sind schon wieder dabei zu verhungern. Und das gibt mir gerade Sorgen auf. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ganz kleinen Moment. Müssen wir etwas essen von dem Fleisch. Was mich jetzt wundert, ist, dass wir auch einfach, das hätte ich eben kontrolliert, dass wir sogar, wenn wir keine Nahrung mehr haben, auch einfach verrecken. Also... wir müssen unbedingt dieses Nahrungsproblem hier klären. Natürlich müssen wir auch weiterhin aufpassen, dass wir nicht hier von irgendwelchen Viechern überrascht werden. Es gibt einiges zu tun. Ihr wisst, wir sind im Moment noch dabei, unser Pflichtprogramm zu erfüllen. Einfach, um das Ganze etwas einfacher zu machen. Da haben wir das erste Skelett. Das kann ich jetzt mal versuchen, fertig zu machen. Ah, das stirbt ja eh gleich. Ja, okay. So einfach kann es gehen. Holen wir uns gleich mal ein paar Erfahrungspunkte. Ihr seht ja auch unten, wir haben jetzt endlich... etwas erreicht, was diese Erfahrungspunkte angeht. Ich würde sagen, ihr seht, im Hintergrund gibt es gerade Ladeprobleme. Da hinten irgendwo, wenn ich gerade richtig überlege, müsste unsere erste Nacht verbracht worden sein. Irgendwo hier. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal, weil wir diese Region schon relativ gut kennen, gehen wir einfach mal hier rüber. Hier erinnere ich mich, waren wir drin. Wir können natürlich auch mal hier reingehen. Jetzt sehe ich eigentlich, dass wir gar keine Fackeln mehr haben. Okay, dann... müssen wir das erstmal wieder klären, indem wir uns mal ein bisschen Kohle besorgen. Daran soll es ja nicht scheitern. Da gibt es ja verschiedene Punkte, die wir auch schon entdeckt haben. Warum haben wir keine Kohle mehr? Wir hatten noch neulich erst noch welche gefunden in der letzten Aufnahme. Wir haben auch keine Schaufel mehr dabei. Es gibt einiges, was wir tun müssen. Und dann kann es ja auch irgendwann mal losgehen, langsam mit unserem, sozusagen, mit unseren ersten... ja, wie soll man sagen, Sachen, die wir auch mal machen möchten. Ich glaube, wir wollen uns ja nicht auf einem einfachen Let's Play zufrieden geben, sondern durchaus etwas komplexere Dinge auch mal machen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir hier auch richtig hier rankommen. Da ist es, das bedeutet also, ich gehe einfach hier mal von oben ran. Ja, also, was gibt es zu sagen? Ich habe gestern mal geguckt, ihr wisst ja, da war ja der Bauarbeiter gestern hier bei mir um die Ecke, der immer den Lärm gemacht hat, wo ich mir so unsicher war. Hab dann nochmal geguckt heute, also das sind die neuen Nachbarn, die da eingezogen sind, die einfach mal auf Anhieb da den ersten einen Baum, eine Kastanie fällen wollen, einfach weil das Grundstück etwas, sagen wir mal, abenteuerlich aussieht. Jetzt muss ich mal gucken, wo denn die Kohle überhaupt war, die wir hier eben gefunden hatten. War das nur eine? Das wundert mich jetzt. Ich war der Meinung, da war viel mehr, aber... das hat anscheinend getäuscht. Ihr seht auch, die Gesundheit von uns ist schon wieder in einem bedenklichen Bereich gesunken. Ich habe ja heute nochmal in der Schule dann den Tipp gekriegt, etwas weniger durch die Gegend zu springen, etwas weniger die steilen Klippen zu geben. Dafür nochmal danke. Einfach, weil ich, wie gesagt, in letzter Zeit durch mein Spielen bei... im Creative-Modus, habe ich ja jetzt schon des Öfteren gesagt, da kann man ja beliebig runterspringen, einfach weil das Ganze einen nicht abziehen lässt, da eben wäre es fast schon wieder passiert. Ich versuche etwas weniger diese Fehler zu machen, einfach weil das dann auch ein bisschen unnötig wird. Ich will mich jetzt auch nicht verlaufen, wir haben jetzt etwas Kohle, können uns also mal ein paar, vier Fackeln machen. Mit dem wir dann auch nicht lange fackeln, sondern einfach mal die erste... klein ein bisschen hier erleuchten, um mal zu gucken, ob wir vielleicht etwas Kohle finden, denn irgendwie müssen wir ja hier auch mal über die Runden kommen. Ihr seht also, das hier ist jetzt gerade der erste Gang mal ein bisschen in eine Höhle und wir haben gleich mal wieder Eisen gefunden. Ich muss mal ganz kurz einen ganz kleinen Schuss machen. So, das kennt ihr ja schon, dass ich dann mal ganz kurz ausmache, mal ganz kurz runtergehe, falls da jemand ist. Jetzt gerade ist jemand nach Hause gekommen, hab da mal ganz kurz gesagt, dass ich hier aufnehme, hab das jetzt bei offener Tür gemacht. Manchmal schließe ich auch die Tür, einfach um nicht in die Gefahr zu rutschen, dass hier irgendjemand anfängt hochzurufen
und dann eine Aufnahme etwas zerstört. Das macht natürlich im Zweifel auch nichts. Und wäre gestern der nette Bauarbeiter auf dem Video gewesen, hätte das, glaube ich, auch nicht zu großen Problemen geführt. Wir nehmen die Fackeln trotzdem mal wieder mit, zumindest diese beiden hier, einfach weil wir da etwas sparen können. Wir haben jetzt auch wieder etwas Kohle gefunden, gehen also nochmal etwas weiter. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir uns jetzt nicht gleich am Anfang so ein bisschen verlaufen in diesem... Ja, das ist natürlich die Scheiße, die wir jetzt haben, einfach weil... Ach, hier waren wir schon mal unten, interessant. Aber da wollte ich... Ah, ich glaube, hier war ich in der Aufnahme, die dann aber leider ja nicht funktioniert hat. Ne, ich habe es ja erklärt, diese Schmach. Jetzt ist meine Spitzhacke gleich am Ende. Das ist natürlich blöd, wenn das hier jetzt gleich passieren sollte. Wir nehmen noch mal ein bisschen was von diesem Zeugs mit. Versuchen dann hier jetzt irgendwie uns den Weg nach oben zu bauen, dass wir nicht unbedingt mit der Spitzhacke hier hochkommen. Gehen dann mal erstmal wieder in die Hütte, machen dann auch mal die ersten Sortierereien. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Eisen, das ist natürlich schade jetzt. Nehme ich die Crafting Box oder mach... Ich markiere mir einfach die Stelle und komme hier dann nochmal wieder, wenn wir in der Gegend sind. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Hütte finden. Da hinten ist es, also das ist hier gar nicht so weit weg von der Hütte. Das ist natürlich sehr schön. Jetzt muss ich etwas leiser machen, weil die Musik losgeht. Ich habe nur mal nachts ein bisschen Schiss, dass ich hier den Creeper überhöre, der dann neben mir gerade zündeln will. Und wenn die mit Feuer spielen, das kann große Schäden hervorrufen. Ich würde sagen, unsere Reise, wie sieht es im Moment Tag aus? Ich habe heute vor, zwei Parts zu machen. Mache aber gleich erstmal Schluss, einfach um sicher zu gehen, dass das alles funktioniert hat. Im Hintergrund wird weiterhin meine Stimme aufgenommen. Wenn ich jetzt hier laut rumkreischen würde, dann würde ich das sofort sehen. Das tue ich aber nicht. Da oben muss natürlich noch was verändert werden. Dafür müssten wir nochmal im Wald, da in diesen Forestlands, etwas Holz fällen, damit das dann auch von der Ästhetik her passt. Wir machen uns jetzt erstmal eine neue Spitzhacke liegen. Auch würde ich sagen, nee, das ist eigentlich unnötig. Wir nehmen einfach mal eine neue Spitzhacke mit und machen uns auch nochmal eine Schaufel, damit wir die auch noch gleich haben. Können wir im Moment gar nicht, weil wir gar nicht genügend Sticks haben. Also wir brauchen etwas mehr Holz. Haben wir eine Axt dabei, dann können wir gleich noch ein bisschen losgehen. Ich würde aber sagen, wir gehen mal in die Region da hinten. Ich würde mir auch gerne mal angucken, um was es sich eigentlich bei den Blumen hier handelt. Das ist ja auch ein Biom. Also nicht stören lassen, diese Landschaft, die hat etwas, braucht etwas. So, was ist das hier? Das ist sogenannte Flower Stem. Also... Den können wir gar nicht verwenden irgendwie, weil er sich genauso verhält wie Eichenholz. Ist also durchaus etwas anderes. Wir sehen natürlich jetzt hier die Minen etwas blöd, das Ganze, weil dadurch das Ganze natürlich nicht mehr so überraschend ist. Andererseits, was soll ich machen? Ich glaube, wir können die Mod auch jetzt nicht einfach deinstallieren, dann kommen wir in die Welt nicht mehr rein, weil dem irgendwelche Teile fehlen. Wir gehen einfach hier mal längs. Ihr seht, das geht ja auch immer wieder recht schnell mit dem Aufbau. Da hinten sehen wir ein paar Schweine, das wir einfach mal nutzen werden, um die auch mal... dazu zu verarbeiten, dass wir auch etwas zu essen haben. Das ist, scheint schon wieder ein Problem zu werden. Ihr seht schon wieder rechts unten unsere Essensleiste, die wir mal wieder etwas auffüllen müssen. Einfach weil wir hier noch keinen Weizen finden. Hier geht es auch noch mal rein. Ich würde sagen, wir nehmen mal... Wir machen uns mal ganz kurz noch mal die vier Fackeln, die wir noch nutzen können. Gehen hier einfach mal rein, soweit wir können. Hier geht es also dann noch mal etwas tiefer rein. Ich würde sagen, wir haben ja auch einige Möglichkeiten für unsere Exkursionen raus in die Höhlen. Und da sehe ich die erste Spinne, deswegen mache ich jetzt mal den Abflug und ziehe mein Schwert. Da sehe ich auch noch ein Skelett. Da will ich die jetzt gar nicht stören. Ich glaube, wir müssen da jetzt auch gar nicht runter unbedingt. Ihr seht, ich habe noch etwas Respekt vor diesen Viechern. Das wird sich vielleicht auch... Oder das wird sich... Huch. Wow, das geht natürlich sehr schnell. Das ist jetzt wahrscheinlich Green Flower Stem. Und ich würde sagen, jetzt wo wir hier da hinten noch die Schweine gesehen haben, machen wir uns nochmal etwas Nahrung. Huch. Um auch einfach mal die Nahrungsleiste voll zu kriegen. Denn mir hat ein sehr netter User geschrieben, dass diese Leiste nur wieder aufgefüllt wird, wenn wir bei voller Nahrung sind. Also bedeutet, wenn wir, solange wir Hunger haben,
werden wir auch nicht gesünder. Das hat natürlich durchaus Sinn, diese Sache. Wir haben jetzt 9 Koteletts. Ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal mit. Treten dann unsere Heimreise an. Unten links, das sehe ich gerade, hat mir gerade jemand noch eine Nachricht zukommen lassen. Scheiße!